Warum gibt es so viele Steuerberater in Deutschland, die GmbHs und auch insbesondere Holdings hassen oder zumindest einfach nicht beraten? Oder es passiert Folgendes: Du bist von einem anderen Steuerberater, du hast dir eine gewisse Struktur machen lassen, du wechselst jetzt mit deiner Holdingstruktur zu einem anderen Steuerberater und der schlägt die Hände beim Kopf zusammen und sagt: Oh, was mache ich denn jetzt damit? Finde ich gar nicht gut, am besten alles wieder rückabwickeln, das war falsch. Das ist tatsächlich das, was häufiger passiert und das liegt einfach daran, dass viele Steuerberater es nicht gewöhnt sind, mit diesen Strukturen umzugehen. Es gibt natürlich auch Kollegen, die das sehr gut können, aber es gibt auch ganz viele Kollegen, die behaupten dann, es wird sich nicht rechnen, du bist in der falschen Struktur, dein Geld ist gefangen, du kommst nicht an dein Geld, ohne es versteuert eben rauszuholen. Es lohnt sich nicht bei dir, die GmbH ist zu teuer, verursacht zu viele Strukturkosten, zu viele Steuerberaterkosten. Und es gibt ganz ehrlich sogar auch Kollegen, die sagen, ich mache gar keine GmbHs. Das ist mir zu viel Arbeit, mich dort einzulesen, mich dort einzuarbeiten in diese Spezialregelungen. Ich mache einfach nur Einzelfirmen zum Beispiel oder vielleicht noch Personengesellschaften. Gibt es tatsächlich diese Kollegen? Und dann darfst du dich natürlich auch nicht wundern, wenn du an einen solchen Kollegen gerätst, dass der dich in dieser Hinsicht anders berät, was natürlich zu deinem Nachteil sein kann. Das heißt, achte immer darauf, wenn du mit einem Steuerberater über diese Themen sprichst, dass der Steuerberater nicht per se einfach sagt, das ist nichts, sondern er soll dir anhand einer Kalkulation vorrechnen, und zwar in mehreren Szenarien auch vorrechnen, wie sich verschiedene Dinge rechnen. Und dann hast du etwas auf der Hand und dann kannst du tatsächlich auch sagen, okay, hier in diesem Punkt, wenn das Szenario A ist, dann hat er recht, es rechnet sich nicht. Szenario B würde sich aber rechnen. Und wenn er dazu nicht in der Lage ist, weil er vielleicht nur Szenario A in seinem Kopf hat, aber an Szenario B leider gar nicht denkt, ja, dann bist du beim Falschen gelandet. Das heißt, sei immer vorsichtig, wenn jemand sagt, per se ist etwas nicht gut oder per se ist etwas nicht passend. Oder zum Beispiel, wenn jemand sagt, du hast jetzt eine Holdingstruktur und die muss rückabgewickelt werden, die muss verändert werden, Gesellschaften müssen verschmolzen werden. Dann ist es oft so, dass derjenige noch gar nicht so richtig im System drin ist und diese ganzen Mechanismen kennt, wie man diese Dinger richtig belebt. Also eine Holdingstruktur gehört natürlich auch mit Leben erfüllt. Die gehört natürlich auch mit entsprechenden verschiedenen Geldströmen befüllt. Die gehört mit verschiedenen Steuerstrategien aufgestellt, dass das Ding auch funktioniert. Es nützt nichts, wenn du dir einfach zum Notar gehst und einfach eine Holding gründen lässt, ja, als Gesellschaft. Eine Gesellschaft ist schnell gegründet, dafür braucht man kein besonderes Know-how, das kann ziemlich jeder Notar, behaupte ich mal. Dann hast du das Ding da stehen. Ja, und dann? Was machst du dann? Dann weißt du vielleicht gar nicht, wie das Ding jetzt so richtig zum Leben erweckt wird. Dann weißt du gar nicht, wie kriege ich das jetzt denn alles dazu, damit mir das dauerhaft Steuern spart, damit mir das dauerhaft schnell Vermögen aufbaut, damit ich meine Ziele erreiche, damit ich meinen Vermögensaufbau erreiche, den ich damit haben will, damit ich meine Altersversorgung erreiche. Das sind alles Dinge, die muss man genau strategisch durchdenken. Insbesondere der Punkt mit der Altersversorgung, der geht bei vielen greift das Ganze zu kurz. Ja? Die reden dann über Altersversorgungsprodukte, betriebliche Altersversorgung, Kapitallebensversicherungen, aber verschiedene andere Strategien, die man nutzen kann, wenn man nämlich eine Holding richtig mit Leben füllt und richtig über Jahre hinweg so aufbaut, dass sie einem tatsächlich auch die Altersversorgung leisten kann. Ja, das ist ja letztlich das Ziel und da braucht man eben spezielles Know-how für. Und das hat nun mal leider nicht jeder Kollege. Es gibt aber natürlich trotzdem Kollegen, die das gut machen. Da will ich auch gar kein Bashing irgendwie betreiben. Mir ist nur aufgefallen, dass einfach im Markt viel zu viele Leute einfach behaupten, es würde nicht funktionieren. Insbesondere auch, weil sie die Gesetze, die dafür sorgen, dass es funktioniert, oder die Paragraphen, die dafür sorgen, dass es funktioniert, um 180 Grad anders betrachten und um 180 Grad falsch auslegen.
Ja, und das ist einfach wichtig, dass du da an jemanden gerätst, der das kann. Wir sind zum Beispiel so jemand. Also, wenn du Interesse hast, darüber mehr zu erfahren, dann trag dich doch einfach ein bei unserem kostenfreien Strategiegespräch. Ich freue mich auf dich.